Das sind die Kassenbons von einem Tag in der Bäckerei von Josef Hinkel, Bäckermeister aus Düsseldorf. Die hat er extra in den Landtag mitgebracht. Mit der Aktion will er auf die Problematik der Bonpflicht aufmerksam machen. Es ist halt eben so, dass wir ab dem 1.1. mit dem Gesetz halt eben jeden Verkaufsvorgang mit einem Bon hinterlegen müssen, ausdrucken müssen. Und das macht natürlich einen riesen Berg an Papiermüll. Die NRW-Koalition hat diese Problematik auf dem Schirm und hat deswegen einen entsprechenden Antrag ins Plenum eingebracht. Wir wollen mit dem Antrag erreichen, dass wir eine bürgerfreundliche, mittelstandsfreundliche Lösung finden, um möglichst die Bonpflicht für alle Kassenbons abzuschaffen. Und dafür setzen wir uns im Landtag ein. Ganz wichtig ist dabei, dass man den Umweltaspekt nicht vergisst. Allein die Bons, die wir heute Morgen bekommen haben, sieht man von einem Tag, wie viel Papier dort entsteht. Und das Papier ist Thermopapier, ist belastet und kann noch nicht mal in den normalen Müll entsorgt werden. Für Nordrhein-Westfalen würden da zig Kilometer Papier entstehen, die wir verhindern wollen. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Auch gerade dadurch, dass sich immer mehr für Umweltbewusstsein einsetzen, ist das nicht das, was wir eigentlich wollen. Um das Handwerk zu unterstützen, machen wir uns für eine bessere Lösung in Berlin stark.